Und da sind wir, liebe Leute, mit dem Nachbericht zum zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga, Hertha BSC Berlin gegen den Karlsruhe SC. Also, bester Spieler war heute Kenneth Stalens, der sich leider verletzt hat. Da müssen wir mal reingucken, wie schlimm die Verletzung ist. Ich hoffe mal nicht allzu tragisch. Ganz, ganz stark von ihm der Einsatz, also sprich auch nach dem Elfmeter. Nochmal reingeworfen, den ganzen Körper und den Ball reingedrückt. Also so muss das sein. Richtiger Einsatz. Deni Alla, muss ich sagen, hier, der hat sogar noch eine Vorlage gemacht. Also hat sich selber den Ball vorgelegt anscheinend. Oder wie sieht's aus hier? Ja, anscheinend. So, okay, wir gucken mal rein. Und schauen nochmal, wie das aussieht. Ergebnisse, was das heißt. Oh, wir sind auf einem europäischen Qualifikationsplatz. Also, Momentaufnahme, ne? Ganz klar, liebe Leute, bitte noch nicht jetzt hier in Jubelstürme ausbrechen etc. Ganz ruhig bleiben, ganz geschillt bleiben. Da kommen noch eine ganze Menge Spieltage auf uns zu, eine ganze Menge harte Partien, grandiose Mannschaften, die da auf uns warten. Aber es ist schön zu sehen, dass wir in der Bundesliga angekommen sind. Ganz, ganz wichtig. Und was es heißt, wenn man gewinnt. Was es heißt, ne? Ganz klar. Das sehen wir direkt an der Tabelle. Alles ist wunderbar, alles super. Kenneth Stalens freut sich über seinen Einsatz beim KSC. Sehr schön. Ganz, ganz toll. Leider hat er das nicht reingeschafft in die... Ah, Kraft, dass Kraft in der Elf des Tages ist, kann ich absolut nachvollziehen. Ihr habt es gesehen. Also, was der weggehalten hat. Unglaublich. Oh, Reus ist auch in der Torschützenliste mit drin. Patrice Evra mittlerweile ja bei den Bayern als bester Rechtsverteidiger hier eingegeben. Okay. Deni Alla mit einem Tor und Kenneth Stalens müsste ja auch hier irgendwo sein. Da ist er. Ganz stark. Ganz stark. So, Fairplay. Da sind wir ganz weit oben. Eine gelbe Karte haben wir bis jetzt gekriegt. Sehr schön. So kann es weitergehen. Steven Whittaker. Also, wen haben sie sich denn da geholt, die Berliner? Kenne ich doch von irgendwo. Na gut, 73 gegen die 74 von Alexander Bitroff. Ja, also da hat er ein bisschen einstecken müssen heute. Ballkontakte 8, Pässe 8, gewonnene Kopfballduelle, Fehlpässe in Prozent. Tacklings 1, gewonnene Zweikämpfe 100%. Alles klar, und noch ein bisschen mehr gelaufen, ne, als Whittaker. Dann ist ja alles klar soweit. So, oh, Vernon Anita zur alten Dame. Wen kaufen die sich denn da ständig ein? Wo haben die den jetzt schon wieder her? Von Stoke City, die kaufen sich da in England gesund. Ey, unglaublich. Ist ja auch einer für uns gewesen, ne? Also, finde ich auch ganz toll. Vernon Anita, defensives Mittelfeld, 72, 2,5 Millionen. 3 Millionen Ablöse, also das ist ein toller Transfer, mein lieber Schieber. Obwohl unsere Transfers waren wesentlich besser, muss man ja so sagen. Viele natürlich kostenlos. So, also ich glaube, ihn kriegen wir nicht. Wir machen nochmal Ligaspielbonus. Wir geben nochmal 100.000 den Bayern. Wenn der Gute hier... Wir geben nochmal 80.000, wenn nach 20 Spielen. So, wenn so... Oh, jetzt hat's geklappt. Sehr schön. Ja, wir brauchen ja noch einen Linksverteidiger. Alternativ. Einige Male spielen. Du bist auf jeden Fall einige Male SS20. Pripp ist ein bisschen älter, obwohl er besser ist. Aber ich möchte nicht gleich die Jungs immer so hochloben. So, Grundgehalt will ich mal nach unten drücken. Auf 350. Wir machen mal 3 Jahre draus. Okay, alles klar. Dann noch hinzufügen, entfernen. Auflaufprämie. Satte 1500. Zu Null Bonus als Verteidiger, immer gut. 2.500 würde ich sagen. Und nicht Abstiegsprämie. Ja, 3.5. Ligaspielbonus kriegt ihr auch nochmal 17.000. Nehmen wir raus. Option für Spieler ein Jahr und für Verein ein Jahr. Abstieg ablösefrei, da kann er gehen. Und die Gehaltskürzung für Abstieg 0. Wir machen hier auch mal lieber... 75%. Okay, dann dürfte der damit eigentlich zufrieden sein, oder? Ja, jetzt wird er ein bisschen sauer, alles klar. Dann machen wir nochmal 300.000 raus.
So, ich will auch nicht zu viel jetzt geben, den Jungen, ne? Also, so mittelmäßig ist er auch nicht. Okay, Kapselprellung. 10 Tage fällt er aus. Dann muss ich mal was sagen. Hier wird man schnell wieder fit. Hast gut trainiert, sage ich ihm. Super gemacht hat er das. Gulde fällt auch aus, aber nur für einen Tag. Alles klar. Riskante Ansprache war erfolgreich. So, akzeptiert. Sommertransferperiode endet. Manuel Gulde ist wieder fit. Mannschaftsführung findet großen Anklang. Das ist natürlich immer vorteilhaft, wenn man gemocht ist, auch von den Spielern. AS Rom zu FC Liverpool. Der 30-jährige Walter Gargano. Jordi Alba für 13 Millionen und... Das sind Transfers. Forlin. Auch die 10 Millionen haben sie da bezahlt. Dann nochmal 13 Millionen. Ricardo Rodriguez. 21, also ist noch recht jung. Ist sogar noch günstig. 13 Millionen von AC Mailand zu Atletico. Das ist sogar noch günstig. Gut. Da können wir noch nicht mitreden. Woher kommt die gute Stimmung in Ihrem Verein? Wir alle haben die besten Jobs und besten Fans überhaupt. Da gibt es keinen Grund für Trauer. So sieht's aus. So sieht's aus. Nochmal Stimmung obendrauf. Welchen Stellenwert wünschen Sie sich für die Nachwuchsabteilung innerhalb des Vereins? Sie hat einen wichtigen Stellenwert, aber die erste Mannschaft geht vor. Die Jugend... gar nicht hoch genug einschätzen. So sieht's aus. Und wenn Sie Ihre aktuelle Jugend, wenn Sie in Ihre aktuelle Jugend schauen, sag mal, werde ich langsam müde oder was? Wie sind die nächsten Jahrgänge? Besser oder schlechter als die letzten? Unverändert, eigentlich unverändert, aber das sagt man ja nicht. Und haben generell gute junge Leute. Es wird für die jetzige Jugend daher sicher nicht einfach, aber das war es nie. Das Auswahlverfahren ist hart. So sieht's aus. Das können wir ruhig machen. So. Okay, sportlich. Ah, auf dem Höhenflug, finanziell ebenfalls. Also, das sieht schon mal alles ein bisschen anders aus wie letztes Jahr, ne, liebe Leute? Alte Bekannte, Björn Kliche kommt, ja. Und Emre Can, beide den gleichen Stärkewert. Die sind also der gleiche Jahrgang. Nur für Björn Kliche bräuchten wir halt nochmal ein schönes Bild. Da müssen wir nochmal gucken, Leute. Wenn ihr da was habt für mich. 10.04.94 geboren. Joa. Und Björn Kliche heißt da. Naja, gut. So. Ab jetzt unter Vertrag. Rücken Nummer 4. Das ist ein bisschen hoch, ne? 4. Da krieg ich von mir die 18. So, Spielervorstellung Björn Kliche. Ja, Website reicht. Also da brauche ich keine... Ja, alles klar, standesgemäß. Da brauche ich jetzt keine Pressekonferenz für einen Jugendspieler oder einen Nachwuchsspieler. Da bieten sie auch schon wieder einen Spieler an für 30.000. Woher kommt der jetzt? Aus Schottland? Naja, gucken wir mal, ob wir den nehmen. Dass die mal aus so komischen Ländern kommen müssen, ne? Schottland, Lettland. Naja. So, haben wir das auch ausgebaut. Das geht ja hier echt ab wie Luzi, sag mal. Dann bauen wir den Bauhof nochmal aus. So langsam wird die Kohle aber knapp, also... So, die Mannschaft muss noch aufgestellt werden, alles klar, dann wissen wir ja Bescheid. Stelins ist verletzt, dann kommt für ihn Stilic. Björn Kliche ist schon da, sehr schön. Ja, lass mal mitlaufen, oder? Ist noch nicht ganz fit, aber... Zumindest mal ein herzliches Willkommen an der Stelle. So, sehr schön. Wir gucken mal kurz rein, ob wir nicht irgendwas mit der Mannschaft machen können. Jetzt, wo es doch gerade so schön lief. Hier vielleicht mal so Teamgeist. Mannschaft, PR, Presse, Fanclub-Treffen machen wir da mal. Und dann Teamgeist, Essen gehen. So. Dann ist das schon wirklich hier alles echt bald kunterbunt bei uns, ne? Also, es läuft. Wenn wir jetzt mal die Momentaufnahme zweiter Spieltag nehmen, sieht's sehr, sehr gut aus. Und jetzt kommen wir an einen Gegner,
Der ist auf Platz 2, der war mit uns im letzten Jahr noch im Abstiegskampf. Jetzt haben die 4 Punkte genauso auf dem Konto wie wir. Also wenn wir Hoffenheim genauso wie im letzten Jahr jetzt schlagen, wenn wir das können, ne? Die haben auch einen Traoré, aber nicht den. Doch, das ist der von Queen's Park Rangers. Da haben die sich den geholt für 8 Mille, die Verrückten. Boah, die Schweine. Naja gut, die haben ein bisschen mehr Kohle wie wir, ne? Zuccolini ist auch noch da am Start. Unglaublich. Ja, Hoffenheim. Für 4,6 Mille haben die sich den damals geholt. Wahnsinn. Es soll so stark sein, ja. Naja, gut. Gilvy ist da. Gilvy wäre ja nochmal einer für uns, ne? Den mochte ich ja auch immer ganz gern, den Sigurdsson. Aber gut, das wird schwierig da, ne? Der ist sehr beliebt, auch eine sehr feste Instanz bei den Hoffenheimern. Mittlerweile auch schon 24, also nicht mehr so der Youngster, ne? Als solches. Obasi ist noch da. Okay, also wir können es heute packen. Also wir sind auch nochmal stärker wie wir, ne? Ei, ihr Witzka. Also, aber Torwart ist schlecht. Immer noch der Starke. Mit 33. Also das wäre natürlich jetzt mal eine Chance für uns, ne? So, wir müssen noch ein bisschen umstellen. Wir gehen mal jetzt, jetzt ist vorbei. Gucken wir nochmal rein hier. Wer wird denn nochmal angeboten hier? Murphy. Wer ist denn Murphy? 30 Jahre alt. Linksverteidiger. Nee, Leute, den will ich nicht. Und hier Delain, wer ist das? Arnaud Delain, Linksverteidiger, 36 Jahre alt. Gott, warum werden wir hier bloß Verteidiger immer angezeigt? Steve von Bergen. Das wäre natürlich einer, ne? Das wäre natürlich Weltklasse. Cecena, 31, 69 in der Stärke. Wäre sogar nochmal hier, aber das Gehalt ist mir einfach zu hoch für so jemanden. Das ist ach, so, gib mal Gas hier. Los. Da kommt noch einer. Gary Monk. Who the fuck is? Warum sind die alle so alt? Alter, machst du echt kein Schnäppchen mit den alten Säcken hier. Heitinger wechselt nochmal. Zu Leverkusen. Oh. Ui. Obi Mikel wechselt auch. Hui. Krasic ebenfalls, Montoya ebenfalls. Okay, alles klar. So, Thomas Müller ist der teuerste Spieler in der Liga. Alles klar. Dann kommt Mario Götze, dann Robben. Immer noch Robben mit 30. Also, ne, muss man sich vorstellen. Der ist 30 und immer noch 30 Mille wert. Also, mittlerweile sieht er aber auch aus wie 30, ne? Obwohl er schon seitdem er 22 ist so aussieht wie 30. So, alles klar. Manuel Neuer, ebenfalls hier mit dabei. Ja, von uns wird wahrscheinlich keiner hier am Start sein. Nee, also nicht mal. Wir haben nicht mal einen, der 5 Mille wert ist, Leute. Naja, müssen wir was machen, ne? Ah, das kriegen wir nur durch Leistung. Nur durch Leistung passiert das. Also nichts anderes. Man kann das nicht hypen. Und braucht man ja auch nicht. Aber wenn ich mir vorstelle, wir haben einen Stilic im Team, ne? Aber wir haben genügend Kandidaten, die locker. Also ich sag euch mal so ein paar Spieler, die auf jeden Fall locker auf die 10 Millionen gehen können. Ganz klar Müller demnächst. Wenn der mal noch ein bisschen Gas geben würde. Ah gut, der ist vom Talent her ein bisschen schlecht, ne? Ne, ist ja egal. Pogba, gar keine Frage. Locker, wenn wir den ordentlich einsetzen, mit 21 erst. Gnasmüller ebenfalls, also der macht jetzt, glaube ich, jedes Spiel macht der einen Sprung jetzt demnächst, also ist jetzt seine zweite Saison. Geht jetzt hier bei der Erfahrung auch schon langsam auf die Null drauf zu, ne, also sprich kein Minuspunkt mehr. Hat schon 33 Spiele bei uns gemacht. Letzte Saison komplett durchgespielt fast, ne, also. Und für eine Mille haben wir den geholt und wenn wir den für 10 verkaufen, gutes Geschäft gemacht. Terrazin, Maiga könnte auch gehen, locker. Wir müssen nur ein bisschen Gas geben jetzt, ne? Wir müssen ein bisschen treffen, dann klappt das. Terrazino, wenn er mal rauskommen würde, der war ja schon auf 5 Millionen.
Der war da schon mal auf 5, oder? Spinn ich? Ich glaube bald, ne? Der war schon auf 5. Naja gut, ihn nehmen wir auf jeden Fall raus. Hat er wieder mal seinen Salat, ne? Wie man so schön sagt. Wir spielen gegen Hoffenheim. Ich würde nicht so offensiv jetzt spielen, Leute. Obwohl man sagen müsste, never change running system, ne? Ihr wisst ja, wie es läuft. Wir probieren es mal nochmal mit Deni Alar. War gar nicht so schlecht. War gar nicht so schlecht. Stilic auf links, Hofmann auf Mitte, Gnasmüller rechts, Pogba back, alles klar. Ja, werden wir ja sehen. Also eigentlich ist jetzt auch den nächsten wieder fit langsam, ne? Hummels wechselt von Leverkusen zu Juve. Der war bei Leverkusen. Aha, okay. Hat auch schon alle Mannschaften bald durch, der Mats Hummels. Bayern war er, Dortmund, Leverkusen. Naja, so. Bundesliga. Die Bayern nur ein Top-Transfer, ne? Wie man sieht. Aber von der Stärke her den heftigsten, Meireles. Dann kam Heitinger. Also die Leverkusener wollen, glaube ich, dieses Jahr hier irgendwas was melden, irgendwas. Katlec haben sie sich geholt von Wolfsburg, Bender haben sie sich geholt von Dortmund. Da müssten eigentlich jetzt beide Bender bei Leverkusen spielen, ne? Da ist Sven. Und wo ist Lars? Gar nicht da. Ja, spielen nicht beide bei Leverkusen. Wir gucken mal, wo der andere ist. Der Lars. Wo ist er dann? So. Bender. Lars spielt bei Newcastle, liebe Leute. Und Sven spielt bei Leverkusen. Alles klar. So. Dann gucken wir mal. Olympiakos Piraeus. Was wollen die von mir? Ah, das Angebot für den Schotten. Nee, will ich nicht, Leute. Ich mach wieder da nicht rum mit so einem Pseudo-Transfers. Wir gucken mal rein hier in die Jugendmannschaft. Die müssen wir ja bloß ein bisschen ausbauen. Wir können ja wieder ein paar schlechte Krüppel können wir wieder rausschmeißen. Mendy zum Beispiel. Vertrag nach Hause schicken, Keule. Was willst du? C-Jugend können wir auch ein bisschen ausmisten. Ja, geht sogar. Hier ist auch Mendes, das ist der Mendes, der von DSDS, der Menderes, der ist das da. Der hat sich hier reingeschmuggelt in unsere Mannschaft. So, der ist auch nix. Die total untalentierten nehme ich mal raus. Was soll das, ne? Das hat keinen Wert. Die will ja auch keiner verpflichten, wenn die so untalentiert sind. Wisst ihr, was ich meine? So. Unter der Jugend lasse ich es mal noch ein bisschen laufen. Vielleicht entwickelt der eine oder andere noch ein Megatalent. Obwohl hier teilweise mit einem Stern. Naja, gut, werden wir ja sehen. So. Manchester United hat 83 Mille ausgegeben für neue Spieler in der Sommerpause. Also da fällt mir nichts ein. Connor Wickham. Wo kommt der schon wieder her? Von Everton? Sunderland. Abgefahren. 37 Mille für den Stürmer. Connor Wickham. Der neue Ronaldo. Von mir aus auch. Mein aber der anderen Klappstuhl. Rooney. So stark sind die Hoffenheimer gar nicht. Das können wir echt packen. Zu Hause. Da können wir echt mal Gas geben jetzt. Die Musik muss ich noch neu einstellen. Das mache ich noch sofort. Das liegt beim letzten Mal nicht so richtig reibungslos. Das mache ich aber gleich. Das geht ratzfatz. Damit wir dann richtig schön rein starten können. So. Stenis ist auch wieder fit. Dann gucken wir doch mal rein, dass wir den zumindest in der Reserve drin haben. Gott, haben wir viele gute Spieler. Ja, Haas ist leider so ein Fall, ne? Geht er unter jetzt, ne? Leute. Hat keinen Wert, oder? Was willst du machen? Du hast einen Maher da sitzen, der ist stärker als der Haas. Und einen Pogba, der ist nochmal stärker. Wir sind zwar beide jünger, aber wenn sie dir schon die Erfahrung mitbringen und so und alles drum und dran. Guck mal, jetzt Maher, Adam Maher, der hat auch schon
21 Spiele bei uns gemacht, ne? Insgesamt in seiner Karriere schon ordentlich Spiele abgerissen, ne? Also hauptsächlich natürlich in der holländischen Orange Liga, da, aber das ist egal. So, okay, dann würde ich sagen, kurz Pitstop und dann sehen wir uns gleich, wenn wir nicht irgendwas noch einstellen wollen. Also wenn wir heute gewinnen sollten, also mein lieber Schieber, dann kriege ich langsam richtig Muffensausen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Spiel machen wir noch. Und dann erstmal ein kleines Päuslein. So, Hofmann ein bisschen hier. Mahiga, es war eigentlich alles ganz gut soweit, ne? Hoppala, so. Und Stilic kann ruhig durchlaufen. Genauso wie Knasmüller, die können ruhig bis an die Grundlinie laufen. Alles klar, so. Gut, haben wir alles eingestellt. Wir sind guter Dinge. Unsere Form ist überragend, überall gut. Und wenn wir jetzt gewinnen sollten, also dann sind wir nach 3 Spieltagen ja schon mal ganz hier auf meisterlichen Kurs. Also, nee, also die Gegner geben es ja her. Der nächste Gegner heißt dann danach Gladbach, das ist schon wieder eine ganz andere Hausnummer. Da gucken wir dann mal. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Wildparkstadion, Leute. Bis gleich.